Für den einen sind 5 Jahre eine halbe Ewigkeit, für den anderen gerade eben erst vorbei. Und damit herzlich willkommen zu Quinte, unserem Rückblick auf die jüngere Duisburger Stadtgeschichte. Heute mit diesen Themen. Werksfeuerwehr bei Sachtleben. Auf dem Betriebsgelände in Homberg wird für den Ernstfall trainiert. 525. Geburtstag. Die Baaler Schützengesellschaft feiert ein staatliches Jubiläum. Und Reise ins Mittelalter. Die Nikolausburg in Ruhrort wurde für einen Tag zum Fantasy Castle. Vor 5 Jahren, da hieß Hansmann noch Sachtleben Chemie, befand sich aber natürlich auch damals schon im Duisburger Stadtteil Homberg, mitten in einem Wohngebiet übrigens. Und da kann es natürlich schon mal ein bisschen haarig werden, wenn es auf dem Werk zu irgendwelchen Zwischenfällen kommt. Gut, dass Sachtleben damals bereits eine tolle Werksfeuerwehr hatte und wir haben eine Einsatzübung aus der Nähe begleitet. Homberg im Ausnahmezustand, Rauchentwicklung mitten im Stadtkern. Was ist passiert? Hektisches Treiben. Das Brandmeldesystem des Chemiekonzerns Sachtleben schlägt Alarm. Hauptbrandmeister Friedhelm Schürmann setzt sofort alle Hebel in Bewegung. Die Werksfeuerwehr ist ein eingespieltes Team. Jeder weiß, was er zu tun hat. Schnell wird der vermeintliche Brand lokalisiert. Zum Glück war dies nur eine Übung. Sie zeigt, dass die Einsatzkräfte gegen einen realen Störfall gewappnet wären. Wir sind in der Ausbildung natürlich schwerpunktmäßig auf Chemie ausgebildet. Das heißt, wir arbeiten hier mit Schwefelsäure, mit Oleum, mit Chlorgas und ähnlichen Dingen. Und da gibt es insbesondere, sag ich mal, eine intensive Atemschutzausbildung, eine intensive Ausbildung unter sogenannten CSA-Anzug. Also ein umluftunabhängiger Schutzanzug für den Feuerwehrmann im Einsatz, sodass wir dann Leckagen damit beseitigen können, ohne dass wir das Risiko eingehen, dass sich dabei jemand verletzen kann. Und bei einem Feuer ist es so, dass wir vor ungefähr 10 Jahren damit angefangen haben, hier flächendeckend ein ziemlich modernes Alarmierungssystem zu installieren. Das heißt also, wir haben ein Brandmeldesystem installiert und dann müssen wir teilweise mit einer Wärmebildkamera eben die Stelle suchen, um effektiv zu sagen, das ist der Auslöser für diese Alarmierung. Sachtleben, ein führender Hersteller hochwertiger Chemieprodukte direkt am Rhein, mitten im Herzen Hombergs. Mit 1200 Mitarbeitern zählt die Chemiegesellschaft zu einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Duisburgs. Das Produkt Titandioxid kennt jeder, ob im Malkasten, im Parkett oder in Lebensmitteln als E171. Der Weißmacher ist in vielen Produkten unseres Alltags enthalten. Was wir machen, ist eine ganz spannende Geschichte. Wir machen nämlich aus Schwarz-Weiß. Unser Rohstoff, den wir benutzen für diese weißen Partikel in den unterschiedlichen Anwendungen, ist ein schwarzes Erz. Und dieses schwarze Erz lösen wir mit Hilfe von Schwefelsäure, hochkonzentrierter Schwefelsäure, die wir hier auch am Standort in Homberg herstellen, lösen wir auf. Dann fällt, wenn man diese Lösung wieder verdünnt, der Titananteil aus der Lösung aus. Also es wird weiß. Und dieser weiße Anteil geht dann in große Öfen, wird kalziniert, die Kristalle wachsen und am Schluss haben wir dann die weißen Partikel für diese verschiedenen Anwendungsbereiche. Auf dem rund 800.000 Quadratmeter großen Gelände wird mit hochgiftigen Chemikalien gearbeitet. Eine 100%ige Sicherheit können die Betreiber nicht geben. Auslaufen der giftigen Laugen oder das Entzünden eines Feuers. Bei einem Störfall wären die Ausmaße im Zweifel enorm. Das Betriebsgelände von Sachtleben, hier blau gekennzeichnet, in gelb die Bereiche, die möglicherweise von einem Störfall betroffen sein könnten. Mittendrin ein Homberger Wohngebiet. Aus diesem Grund ist den Betreibern wichtig, dass die Öffentlichkeit in die Sicherheitsarbeit mit eingebunden wird. In Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort wurde ein umfangreiches Notfallkonzept erarbeitet. Also wir haben, wie wir natürlich als Störfallbetrieb führen müssen, einen Alarm- und Gefahrenabwehrplan erstellt, der auch den örtlichen Behörden vorliegt, das heißt also der Berufsfeuerwehr, der Polizei und der Bezirksregierung. Und nach diesem Alarm- und Gefahrenabwehrplan üben wir auch mit der Berufsfeuerwehr zusammen, sag ich mal, Großeinsätze als Übungseinsätze, um bei einem großen Notfall eben, sag ich mal, auch gut vorbereitet zu sein, sodass wir im Ernstfall, sag ich mal, eine gute Abstimmung mit den örtlichen Behörden haben, um letztendlich, sag ich mal, auch gewaffnet zu sein. Der Job der Werksfeuerwehr ist nicht leicht, doch wenn es drauf ankommt, retten sie Leben im Herzen Hombergs.
2010, das war ein Jubiläumsjahr, in diesem Fall für die Baler Schützengesellschaft, die vor 5 Jahren nämlich 525 Jahre alt wurde. Also ein großes Jubiläum, ein ehrenwertes Jubiläum und für die Schützen aus Baal mit Sicherheit auch ein guter Anlass, sich mal so richtig aus der Öffentlichkeit heraus zu präsentieren. 1653, das Jahr, aus dem die älteste Königsplatte im Silber der Baler Schützengesellschaft stammt. Im Kreis seiner Brüder trägt sie König Holger Funk mit Stolz, denn der Schützenverein Baal feiert sein 525-jähriges Bestehen. Ein besonderer Schmuck an einem besonderen Tag. Ich bin sehr stolz, weil ich das große Glück habe, in diesem Jubiläumsjahr, sage ich, als amtierender König das Silber tragen zu dürfen und heute es auch der Öffentlichkeit zu zeigen. Zu diesem Jubiläum empfing Oberbürgermeister Adolf Sauerland die Schützengesellschaft im Rathaus. Für ihn ist es ein freudiges Ereignis. Er selbst ist Mitglied in 2 Schützenvereinen. Den Schützenvogel selbst hat er noch nicht getroffen, doch das ist nicht das Wichtigste. Die Schützenvereine sind eine alte Tradition. Eine alte Tradition, in der sich Bürgertum und auch Ehrenamt widerspiegelt. Und solche Organisationen sind für eine Stadt ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass in diesen Organisationen und Vereinen Zukunft entsteht. Und hier sieht man bei den Balern, wie viele heute Morgen um 11:15 im Rathaus sein konnten. Das zeigt, dass es ein gesunder Verein ist und wir davon ausgehen können, dass zumindest in den nächsten 25 Jahren der Verein bis zum 550-jährigen Jubiläum noch genug Mitglieder hat, um auch genau die Zukunft zu erschließen. Damit die Tradition nicht ausstirbt, wirbt der Schützenverein Jugendliche an. Bereits mit 18 kann man dem Schützenverein Baal beitreten. So wird dafür gesorgt, dass die Tradition immer weitergegeben wird. Die Tradition lebt weiter. Also es hat sich die Kleiderordnung geändert, die Uniformen nur unwesentlich. Die Begeisterung für die Schützenfeste und für die Gesellschaft ist nach wie vor aktuell. Keine 525 Jahre, aber doch schon etwas älter sind die Bilder, die Schützenbruder Klaus Möller mitgebracht hat. Für die Feier kramte Möller die Festschrift der Bruderschaft aus dem Archiv heraus. Aktuelle Bilder des Vereins sind nicht in der Festschrift enthalten. Es sei zu arbeitsintensiv, eine neue Auflage der Festschrift zu erstellen. Zum Schluss durften sich der König und seine Minister in das Gästebuch der Stadt Duisburg eintragen. Also wir werden jetzt hier, nachdem wir dann hier im Rathaus das ausklingen lassen, werden wir uns dann heute Abend treffen, gemeinsam zusammen Abendessen hier in Duisburg und dann werden wir hier die Aufführung von Roncalli uns ansehen. Auf geht's zum nächsten Fest. Im Sommer ist wieder Königsschießen. Und wir reisen noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit, ins Mittelalter, um genau zu sein. Und das Ganze in der Nikolausburg in Ruhrort. Eigentlich ein Schifferkinderheim, das aber im Mai 2010 Standort war und Schauplatz eines Mittelalterspektakels, das sich gewaschen hatte. Heute ist es kein normales Tor, sondern der Übergang in eine andere Welt. Eine Welt von Gauklern, Jonglierern und Geschichtenerzählern. Das Mittelalter. Burgfräulein und Prinz begrüßen ihr Volk. Im Mittelalter ist nicht so kompliziert wie das Leben heute in der Zukunft. Ich glaube, es ist einfacher. Es geht um die ganz wichtigen, einfachen Dinge im Leben. Es geht um Spaß haben, um die Kinder erleben, zugucken. Es geht noch nicht so viel um gut sein, der Beste sein. Ja, es geht um Essen, um Trinken, um Überleben, Spaß haben. Nicht nur für die Mitarbeiter der Nikolausburg ist es eine Wonne, hier zu sein, sondern auch für die Gäste. Besonders die Kleinen sind gern in dieser Zauberwelt. Ich bin heute hier, weil sich hier ziemlich viele Kinder versammelt haben und weil sich hier so, weil man sich hier verkleiden kann und mir gefällt das Thema Mittelalter. Kein Wunder, dass es dem zukünftigen Ritter Dennis gefiel. Die Nikolausburg bot seinen Gästen ein ritterliches Spektakel. Marlene Derendorf, der Vampir der Burg, sorgte nicht nur für das Wohl ihrer Gäste. Für sie ist es auch wichtig, dass im Rahmen der Local Hero Woche die Einrichtung wahrgenommen wird.
Sicherlich wäre mir auch ein willkommener Nebeneffekt, dass unsere Einrichtung, also Schiffer Kinderheim und das Suchthilfezentrum, einfach noch mehr Leuten bekannt werden und dass die Schwelle, unsere Einrichtung aufzusuchen, wenn man uns braucht, einfach noch weiter sinkt. Und wem die Vergangenheit nicht reichte, ließ sich von der edlen Wahrsagerin die Zukunft lesen. Kannst du das Zeichen sehen? Wie sieht das aus? Wie zwei Wellen vielleicht? Hast du vor, dieses Jahr in Urlaub zu fahren? Nein, aber du wirst einen Urlaub machen, heißt das. Zwei Wellen sind Symbole für das Meer und Meer ist immer Urlaub. Ich bin zur Wahrsagerin gegangen, weil ich wissen wollte, was in der Zeit noch passiert. Sorge um den Nachwuchs mussten sich die Schmiede und Gaukler nicht machen, denn die Knaben und Mägde, die sich für diese Berufe interessierten, gab es zu Genüge. Ein Herold, der offizielle Bote der Burg, pries die Vorzüge des Handwerks an. Auf Internet und Werbung wurde allerdings dabei verzichtet. Moderne Kommunikation ist Hexen- und Teufelswerk. Das brauchen wir nicht. Da kommen wir ganz gut zurecht, auch ohne, auf jeden Fall. Hinter den Toren der Nikolausburg ging das Fest munter weiter. Vor den Toren wartete jedoch schon die Gegenwart. Und damit kommen wir zurück in die Gegenwart. Das war's von Quinte, unserem Rückblick auf Duisburg vor 5 Jahren. In der kommenden Woche geht's weiter bei uns mit einem erneuten Blick ins Archiv. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.